Hallo, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute mache ich Waffeln, aber nicht irgendwelche, sondern es gibt heute Waffeln aus dem Backofen. Wenn ihr auch keine Lust habt, ewig am Waffeleisen zu stehen und eine Waffel nach der anderen abzubacken, dann seid ihr mit so einem Waffelblech genau richtig. Die könnt ihr ganz schnell, ganz einfach im Backofen abbacken, könnt euch dann zusammen mit euren Lieben hinsetzen und sie gemeinsam genießen. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Viel Spaß beim Video! Ja, da meine Tochter Waffeln liebt und sie heute Geburtstag hat, möchte ich sie mit diesen Waffeln aus dem Backofen überraschen. Sie hat gerade Unterricht, Homeschooling. Ab nächster Woche soll ja wieder Präsenzunterricht sein, zumindest bei uns in Baden-Württemberg. Mal schauen, wie das so klappt. Und wie gesagt, ich habe mir diese Waffeln rausgesucht, weil sie einfach schnell gehen. Sie gehen einfach. Ich brauche wirklich nicht hier stundenlang in der Küche am Waffeleisen stehen. Ich finde es toll, ich finde es super praktisch. Ich verlinke euch das Waffeleisen unten in die Infobox. Schaut einfach in meinem Amazon Online-Shop vorbei, falls es euch interessiert. Wenn nicht, vergesst das Ganze. Und wir brauchen jetzt für ungefähr ein Blech, das sind so kleine Waffeln, folgende Zutaten, und zwar Eier, Zucker, Salz, Milch, Mehl, Backpulver, etwas flüssige Butter und Vanilleextrakt. Und als allererstes könnt ihr euch den Backofen schon mal auf 190 Grad Umluft oder Heißluft vorheizen. Und ihr könnt euch auch das Waffelblech schon mal leicht einfetten. Ich werde das nachher wieder ganz schnell mit meinem Backtrennspray machen. Das geht super einfach und vor allen Dingen habt ihr dann wirklich richtig die ganzen kleinen Ecken ausgefettet, in die man sonst ziemlich schwierig reinkommt. Ich setze euch übrigens alle Zutaten, alle Infos zum Rezept unten in die Infobox. Und wir geben jetzt als allererstes 3 Eier in den Mixtopf. Zucker habe ich mir natürlich schon abgewogen, dann eine Prise Salz, 200 Gramm Milch, Gramm flüssige bzw. weiche, sehr weiche Butter. Meine Butter habe ich einfach abgewogen, mir hier in das Schälchen in Stücke reingegeben und kurz in die Mikrowelle gestellt. Sie war vorhin flüssig, aber jetzt ist sie natürlich schon wieder nach meinem langen Gesappel hier etwas abgekühlt. Aber sie ist trotzdem total cremig weich und das ist das Wichtige. Also bitte keine kalte Butter, die direkt aus dem Kühlschrank kommt, verwenden, sondern schaut, dass sie wirklich flüssig oder schön weich ist. Dann gebe ich einen Teelöffel Vanilleextrakt dazu. Wenn ihr es etwas frischer, etwas fruchtiger haben mögt, könnt ihr auch ein bisschen Zitronenschalenaroma dazugeben. Meine Tochter liebt aber dieses Vanillige, deswegen gibt es für sie heute natürlich Vanilleextrakt. 175 Gramm Mehl brauchen wir. Ich nehme da ganz normales Weizenmehl, Type 405. Und einen Teelöffel Backpulver. So, ich habe jetzt hier noch so ein angefangenes Päckchen. Das möchte ich auch mal leer machen. Mal schauen, ob das bei mir noch einen Teelöffel gibt. Ja. Einen knappen, flachen Teelöffel hat es jetzt gegeben. Ich nehme vielleicht doch noch ein bisschen mehr und ich vermische es gleich mit dem Mehl. Ja, und somit haben wir alle Zutaten. Und die verrühren wir jetzt 2 Minuten auf der Stufe 3. Ja, der Teig ist fertig. So sieht er aus. Ich mache mir mal kurz Platz, schiebe den Thermi etwas zur Seite und hole mir mein Waffelblech.
Das muss ich jetzt nur noch ganz kurz einfetten. Wie gesagt, ich nehme da gerne das Backtrennspray. Das funktioniert für mich am besten, aber fettet es mit dem ein, wie es für euch am besten funktioniert. Da hat ja jeder so seine Vorlieben. So, geht wie gesagt rucki zucki und es riecht halt wirklich in jede Ritze. Das finde ich total praktisch. Und jetzt werde ich den Teig gleichmäßig in jede Mulde füllen. Ihr könntet es jetzt direkt aus dem Mixtopf reingießen, aber da bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich möchte schauen, dass ich immer die gleiche Menge Teig in jede Mulde reinbekomme. Deswegen werde ich jetzt einfach das Ganze mit meinem Esslöffel machen, aber macht es da auch wieder so, wie es für euch am besten passt. Das ist ja wie alles Geschmackssache. Auf jeden Fall verteile ich jetzt mal den Teig in die Mulden. Ja, der Waffelteig wäre eingefüllt und jetzt wandert das Ganze in den Backofen. Wie gesagt, bei 190 Grad Umluft oder Heißluft ungefähr 10 bis 15 Minuten. Schaut da einfach nach eurem Backofen, denn ihr wisst ja, jeder Backofen backt anders und ihr kennt euren Backofen am besten. Ich gebe meine Waffeln jetzt auf die zweite Schiene von unten. Bis gleich! Ja, meine Lieben, die Waffeln sind gerade ganz frisch aus dem Ofen rausgekommen. So sehen sie aus. Sie waren jetzt bei mir 11 Minuten drin. Ich habe sie jetzt rausgeholt, weil man schon gut erkennen kann, dass sie am Rand dunkel werden und sie sich auch schon leicht vom Rand lösen. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass ich sie rausholen kann. Wir mögen sie lieber ein bisschen heller. Wenn ihr sie jetzt lieber dunkler mögt, lasst sie länger drin, ganz nach eurem Geschmack und eurer Vorliebe. Aber gerade meine Tochter, die mag es lieber, wenn es nicht ganz so dunkel ist. Und da ja ihr Geburtstag ist, mache ich es natürlich so, wie sie es am liebsten mag. Und jetzt werde ich die Waffeln einmal stürzen. So muss ich hier ganz kurz umgreifen. Jetzt wäre natürlich ein eckiges Gitterrost besser, aber habe ich leider nicht. Deswegen, upsala, machen wir es heute mit dem Runden. Und ihr seht, wie schön die Waffeln rausgekommen sind. Einmal die Waffeln eingefangen und so sehen sie jetzt aus. Ich finde, sie sind genau richtig für uns. Wenn ihr sie dunkler haben wollt, lasst sie einfach ein bisschen länger drin. Ja, jetzt werde ich meinen restlichen Teig, der immer noch gut vorhanden ist, nochmal in das Waffelblech füllen und die Waffeln fertig abbacken. Ich kann jetzt euch auch schon mal eine Waffel zeigen, wie sie von innen aussieht. Ihr könnt natürlich auch größere Waffeln machen. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein Blech mit größeren Waffeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir haben jetzt diese Mini-Waffeln eben und wir finden sie ganz süß. Einfach lecker. Was will man sagen? Es ging ruckzuck. Sie sind außen schön kross. Und innen schön weich und haben dieses leckere vanillige Aroma. Probiert sie auf jeden Fall aus. Falls ihr Interesse an dem Blech habt, schaut in den Amazon Online Shop. Der Link steht unten in der Infobox. Und ich mache mich jetzt dran, den restlichen Teig noch zu verarbeiten. Wie gesagt, ich mache euch dann wieder ein schönes Titelbild. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbacken. Lasst mir gerne ein Däumchen da, falls euch das Rezept gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.